Genau. Um das nochmal kurz zu erläutern, Dietmar, der hatte mich ungefähr vor einem Jahr angesprochen, aufgrund meines Buches, was letztes Jahr erschienen ist, schreibt er mal einen Text für Telegraph und da habe ich dann so überlegt, ja, was könnte ich dann schreiben, aber mir ist eigentlich gar nichts eingefallen. Und dann meinte dann irgendwie noch, 10.000 Zeichen, keine Vorlage. Ich habe ihn gefragt, gib mir mal eine Vorlage und er meinte, ja, könnte ja sein, so 25. Jahrestag Deutsche Einheit oder Deutsche Einfalt, wie er das damals nannte, habe ich auch überlegt. Ist mir auch nichts eingefallen. Aber dann kam es, und zwar, dass ich genau zum 20. Jahrestag der sogenannten Deutschen Einheit mal beim Fußballspiel war. Und zwar in Potsdam, in Babelsberg, beim Frauenfußball, erste Bundesliga. War damals Turbine Potsdam gegen Tennis Borussia Berlin, also für alle nicht fußballaffinen Leute nochmal kurz zu erläutern, gibt ja in Berlin eigentlich nur drei relevante Vereine, das Tennis Borussia, das ist der BFC Dynamo und Fortuna Pankow. Oh! Und ja, Susanne, Union, Sowjetunion hat jetzt für mich auch eine ganz neue Bedeutung. Gut, das war ein schrulliger Nachmittag und ich hatte auch so im Nachhinein noch so Filme und habe das so ein bisschen für mich weitergesponnen. Die Geschichte ist jetzt so eine Mischung aus dem, was ich da erlebt habe und dem, was ich mir noch so ein bisschen ausgesponnen habe. Und ja, die heißt Hans Dietrich und den Gästeblock. Ton geht. 3. Oktober 2010, 20 Jahre Mauerfall. Ein offizieller Feiertag, der zum Jubiläum so grau ist, wie so einige Sonntage in einem dieser deutschen Herbste. Für 5:12 habe ich größenwahnsinnig im Internetforum einen zweiten Treffpunkt auf dem Alexanderplatz bekannt gegeben, um zum Frauenfußballspiel nach Babelsberg zu fahren. Turbine Potsdam gegen Tennis Borussia Berlin. Das ostdeutsche Erfolgsmodell gegen die Untergrundfußballerinnen vom Westberliner Schnöselclub mit der leicht verwirrenden, aber offiziellen Abkürzung TB statt Thibaut, so wie der Verein auch von Fans, Funkern und Feinden genannt wird. Zu dritt stehen wir auf dem S-Bahnhof und uns soll sich lediglich eine weitere Interessierte anschließen, deren zurückhaltende Neugierde aber bei den Beitreterinnen von Turbine liegt, weil sie von denen schon so einiges gehört hat. Der restliche Fanmob der lila-weißen Berliner Fußballerinnen-Truppe trifft sich ganz stilrecht auf dem S-Bahnhof in Steglitz, einem dieser Wirtschaftswunderstätten des alten West-Berlin. Schlossstraße, Steglitzer Kreisel, Karstadt und Currywurst-Geheimtipps. Für viele überzeugte Steglitzer Ideologen ist das Konsumzentrum ihres bürgerlichen Bezirkes der wahre Kurfürstendamm, ihr botanischer Garten der Regenwald des freien Berlins und der Insulaner ein Wahrzeichen ihrer Identifikation. Dabei wohnen nur wenige TB-Hotten in diesem Bezirk und warum an diesem trüben Feiertag die örtliche Haltestelle für schultheißes Vorglühen herhalten muss, erschließt sich mir nicht wirklich. Hat auch der Verein neben einigen Fans aus Kreuzberg und Moabit inzwischen auch potenzielle Gelegenheitshools aus Friedrichshain und Pankow unter seiner kleinen Anhängerschar. Zu viert stolpern wir in die nur mäßig besetzte S-Bahn in Richtung Potsdam und sind somit eine perfekte Kleingruppe für eine der ausgepolsterten Sitzecken in den Waggons des neuerdings in Verruf gekommenen Tochterunternehmens der Deutschen Bahn. Jener bisher vorbildliche Berliner Beförderungsbetrieb, der selbst 1945 durch russischen Artilleriebeschuss nur wenige betriebsbedingte Ausfälle zu vermelden hatte, glänzt heute immer wieder mit Kompletteinstellung ganzer Linien wegen nicht gewarteter Bremsen oder 17 Hagelkörnern im Gleisbett. Bei Zugausfällen wegen alkoholisierter Piloten oder anderen innerbetrieblichen Problemen wird meist vorschnell ein Polizeieinsatz über die Anzeigetafeln vermeldet, um die brüchige Toleranz der Inner-City-Reisenden auf Sparflamme zu halten. Wir gondeln ohne Probleme in Richtung Babelsberg und würdigen den Berliner Sehenswürdigkeiten keines Blickes. Interessanter ist der Austausch von Szenetratsch und die Auswertung aktueller Entwicklungen in unserem linksalternativ kunterbunten Hausprojekt. Überhaupt ist es eine progressive Entwicklung, im Haus zwei Mitreisende zum Fußballgucken gefunden zu haben. In den 90ern war in vielen autonomen Trutzbogen die gängige Gleichung an die Kreidetafeln in den Gemeinschaftsküchen geschrieben, dass,
wer zum Fußball geht, gleich Nazi ist. Nur wenige Jahre später, und wohl auch dem FC St. Pauli sei Dank, rotteten auch immer mehr Linke in die Stadien, um Fußball live mit all seinen kulturellen und subkulturellen Randerscheinungen zu erleben. Die S-Bahn in Richtung brandenburgische Landeshauptstadt ist nur mäßig frequentiert. Keine Wiedervereinigungstouristen, die an diesem bedeutungsschwangeren Tag hoffen, vom allerletzten Aufgebot der Stasi um 1 Euro angebettelt zu werden oder einen Russenpanzer auf dem Kurfürstendamm vor die Latichte zu bekommen. Im Jahr vorher, zum Jubiläum des Mauerfalls am 9. November, war das noch anders. Auch da war ich auf der Rückreise von MTB-Heimspiel, damals erste Männermannschaft, damals fünfte Liga, nämlich die mit dem einprägsamen Namen Oberliga Nordost-Nord. In die S-Bahn drängelten sich überdrehte Deutsche neben lebenslustigen japanischen Touristen, um gemeinsam zum Brandenburger Tor zu eiern und am revolutionären Symbol zu schnuppern. Ein paar angetrunkene Antideutsche, die ebenfalls beim Spiel waren, grüllten durch die Bahn. Ohne Hitler keine Wiedervereinigung. Inzwischen in Babelsberg angekommen, schlendern wir die Kalibnestraße in Richtung gleichnamiges Stadion entlang. Es ist so friedlich und gemütlich im ehemaligen Fischerdorf, wie so oft und wie von mir geschätzt. Die wenigen Touristen, die sich für preußischen Mammon interessieren und einen kraftraubenden Sanssouci-Trip in den Füßen haben, kehren friedlich in die gehobenen Lokalitäten mit mindestens deutscher Küche ein. Einige Turbine-Fans zeigen mit geschmacklosen Fan-Accessoires Partei. Die Turbinen, wie sich deren Anhängerschaft auch selbstbewusst nennt, haben einen legendären Ruf, und schon im Vorfeld der Begegnung hieß es, dass man sich als anreisender Gästefan auf einen schrulligen Nachmittag gefasst machen kann. Das Stadion ist nur mäßig besucht, lediglich auf der Haupttribüne versucht eine kleine, aber bunte Truppe mit Klatschpappen so etwas wie Atmosphäre zu erzeugen. Über die Gegengrade schlendern wir in Richtung Gästeblock, in dem sich die in Steglitz gestartete Reisegruppe bereits breit gemacht hat. Unser Mini-Kommando Alexanderplatz hat jetzt erste Verluste zu beklagen, da sich aufgrund des Gerüchtes, dass es irgendwo Glühwein im Stadion geben soll, eine Mitreisende abgesetzt hat. Denn nicht nur das frühherbstliche Wetter ist zu diesem Event der Frauen-Bundesliga frisch und frostig, auch die Turbine-Rentner auf der Gegengrade wirken etwas unterkühlt und sehen aus, als wenn sie von Zivildienstleistenden mit der Sackkarre dort abgeparkt wurden. Schal umgehängt, Speichel nochmal aus den Mundwinkeln gewischt und tschüss. Mit dem Verlesen der jeweiligen Aufstellung beider Teams kommt Bewegung in den Mob auf der Haupttribüne. Junge und alte Frauen mit Rosenstolz oder Rammstein-Motiven auf ihren Pullovern oder Windjacken schwenken ihre Fahnen und singen. Sportlich fair und immer gut drauf, uns Turbinen hält niemand auf. Auch auf der Gegengrade kommt Bewegung in die kleine Kolonie alter Böcker. Nach der Seitenwahl, kurz vor Anpfiff des Spiels, bewegen sich die Turbine-Rentner nicht zügig, aber zielsicher in Richtung der Kurve, wo das Tor steht, in der sich in Halbzeit 1 die TB-Torhüterin zu postieren hat. Im Gästeblock lassen die meisten Fans das Geschehenes erst einmal kommentarlos und beeindruckt auf sich wirken. Die Borniertheit der alten Sausels ist irgendwie schräg, denn auch wenn einige von ihnen sicherlich einen heimlichen Blick auf den Hintern unserer Torfrau werfen werden, sind sie doch davon überzeugt, dass, wenn es Tore geben wird, diese eben nur dort fallen werden, wo der Gegner zwischen den Pfosten steht. Sportlich ist es ja nicht mal unwahrscheinlich, denn zwischen beiden Vereinen liegen trotz gemeinsamer Ligazugehörigkeit Welten. Auf Brandenburger Seite die graue Eminenz und unangefochtene Trainerpersönlichkeit Bernd Schröder mit seiner Torfabrik und Kaderinnenschmiede namens Turbine Potsdam und auf der anderen einer, wenn auch motivierte, aber fußballerisch wenig Klassenkampf abrufende Truppe von der gegenüberliegenden Seite des Grunewalds. So kommt, was kommen muss, und in Halbzeit 1 fallen 1, 2, 3 Tore für Turbine. Jedes Tor wird mit einem Jingle der unsäglichen Ballertechno aus Ben Scooter begleitet, was für orgiastisches Wackeln bei den Rammstein- und Rosenstolz-Pullovern und ihren Trägerinnen auf der Haupttribüne sorgt. Döp, 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 döp. Torschützin mit der Nummer so und so. Danke, bitte. Der Gästeblock ist leidensfähig und das Bier wird nicht mehr genippt, sondern inzwischen geschüttet.
da die einfallslose Rummelbums-Atmosphäre nur noch schwer zu ertragen ist. In der Halbzeitpause setzt sich der Rentnerblock in Bewegung. Wir ahnen Schlimmes, denn hinter dem anderen Tor steht der Berliner Anhang. Nach der Umrundung des halben Stadions machen es sich die Potsdamer Senioren in unserem Gästeblock so bequem, wie es eben geht. Ein etwa 80-Jähriger muss sich schon am Zaun festhalten, hat aber noch Kraft für einen dreckigen Witz, den er laut in die Runde meckert. Berlin, die Vorstadt von Potsdam. Wir Gästefans nicken anerkennend die Köpfe und spenden ihm dezenten Applaus ohne übermäßige Übertriebenheit. Trotzdem ist dieser Rhythmus langanhaltend wie beim Parteitag. Ein vereinzeltes Bravo und hoch, hoch, hoch ist zu vernehmen. Ein jüngerer TB-Fan reißt plötzlich die Arme in die Luft und jubelt wie ein Jesus-Jünger. 20 Jahre Wiedervereinigung, hurra! Ohne die wäre dieses schöne Ereignis hier und heute doch gar nicht möglich gewesen. Aus den hinteren Reihen tönt es fraternisierend, alle nachher gemeinsam zur Kliniker Brücke. Unsere kulturelle Anbiederei mit Feiertags-Schubidu kommt bei den verbohrten Ostopas nicht an. Sie glotzen auf das Spielfeld und wackeln leicht mit den Köpfen. Kein Zivildienstleister, der ihnen den angekrusteten Sabber der Empörung aus den Mundwinkeln beugt. Währenddessen nimmt das Spiel seinen befürchteten Lauf und das erwartete Ende. In ungefähr 24 Stunden wird den Turbine-Kampfroboterinnen in den örtlichen Medien ein Formtief angedichtet werden, da sie das Ergebnis nicht zweistellig für sich entscheiden konnten. Unsere kleine Auswärtsschar packt ihre Transpis und Blockfahnen ein. Und jetzt kommt so ein bisschen mein Spies. Vielen Gesichtern ist anzusehen, dass sie unzufrieden sind und sich nach mehr sehnen. Jahrelanges Leiden unter einem lila-weißen Unrechtssystem mit fußballerischer Magerkost bricht sich jetzt durch. Wir sehen uns nach großem Sport und der Freiheit, zwischen den Kurven, hinter den Toren hin und her zu pendeln. Wir wollen kein Eingesperrtsein mehr in der erdrückenden Enge des Charlottenburger Mommsen-Stadions, um Spieltag für Spieltag unter den verbohrten Ideologen verknöcherter Wilmersdorfer Witwer zu leiden. Apparatschiks und Bonzen, denen jegliches Gefühl für die Bedürfnisse der heimischen Stehplatzbevölkerung verloren gegangen ist. Erste Auswärtsfans begeben sich in Richtung des eingezäunten Bereiches hinter der Haupttribüne und übersteigen die Absperrung. Tschechischen Securities aus Prag mit Basiserfahrung gelingt es kaum, die Überflieger aufzuhalten. Kinderwegen, Bierkästen und Hirschbeutel mit pazifistischen Aufnähern werden nachgereicht. Erste vereinzelte Rufe ertönen. Fußballfreiheit, Fußballfreiheit. Und wir sind die Fans, wir sind die Fans. Innerhalb von 7 bis 8 Minuten ist der Geschäftsstellenbereich von Turbine Potsdam vollständig geflutet, was zu ernsten hygienischen und zu Versorgungsproblemen führt. Freiwillige Turbinen und eigens herangeführte Kräfte der Zivilverteidigung aus Potsdam-Mittelmark versorgen die erschöpften und zum Teil traumatisierten Anhängerinnen und Anhänger von TB Berlin mit heißem Rondo, Bockwurst und bunten Fan-Utensilien zum Aufkleben und Winken. Geduldige Sozialarbeiter unterweisen im Umgang mit Dixie-Toiletten. Erste internationale Medien sind vor Ort und berichten von den historischen Ereignissen. Ein offizieller Vertreter von Tennis Borussia Berlin sitzt in einem eigens eingerichteten Bürocontainer und lockt freiwillige Rückkehrer mit kostenlosem Eintritt zu den nächsten Heimspielen. Er bleibt ein einsamer Protagonist. Im Laufe der Nacht macht unter den Besetzern eine Information die Runde, dass es schon bald Informationen von Bedeutung geben werde. Tatsächlich betritt Bernd Schröder den Balkon der Geschäftsstelle von Turbine und wendet sich per Megafon an die Anwesenden. Wir sind heute zu Ihnen gekommen. Ein Kreischer im Hintergrund, ein herrischer Ruhe-Ruf im lauschenden Mob. Um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Aufnahme im Verein Turbine Po, weiter kommt er nicht, das Volk flippt aus. Der letzte Teil der Geschichte ist natürlich frei erfunden, wenn auch nicht ganz frei von historischen Rückständen. Aber warum sollten lila-weiße Schnöselpunks mit Westberliner Attitüde zu einem ostdeutschen Prestigeclub mit nordkoreanischer Trainingsphilosophie übergelaufen sein? Kein TB-Fan würde mit einem Hirschbeutel durch die Gegend rennen, diesem Vorwände belegt,
dem man in Kombination mit Jesuslatschen und Goldbandpulle ansah, dass sein Träger ein Fan des 1. FC Union ist. Auch Hans-Dietrich Genscher stürmte nicht im Gästeblock, nein, nur ein paar Potsdamer Opas. Turbine gewann 7:0 und Bernd Schröder mokierte ein Formtief seiner bald tretenden Kaderin. Nach Spielende schlenderten wir mit dem Schlachtruf: Wir sind die Sparwasserfans aus der Hauptstadt des Friedens in Richtung S-Bahnhof. Ein paar Potsdamer Turbine-Rentner und Heldinnen der Haupttribüne pöbelten uns hinterher. Wenn es euch nicht passt, geht doch nach drüben. Ja, danke.